Willkommen hier zurück bei mir auf dem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei einer neuen Folge von Projekt Ozone 3. Heute möchte ich mit euch endlich das Plastik machen. Ach, halt, kann man ja noch. Das Plastik machen mit Magnetikraft. Aber vorher möchte ich noch müßige Aquaculture machen. Genau. Ja, ich habe hier schon drei Samen gemacht. Sulfur, Kohle, also ich habe hier zwei sozusagen, ja, was heißt fertig gemacht? Fertig gemacht kann man nicht sagen. Ich habe ein paar gemacht, die ich machen konnte. Wie Kupfer, Aluminium und sowas. Ich meine, glaube, müssen sie machen. Und wir machen es auch, glaube ich, gleich noch. Weil, müssen sie ja eh machen. Das Tier 2. So, dann müssen wir mal gucken. Fahrersitz, Geilsitz, Niedersitz, Kohle. Pick, die habe ich alle nicht. Silikon haben wir ja schon, Sulfur haben wir gemacht. Aluminium. Aber ich glaube, ich brauche noch. Genau, ich wusste es. Ich brauche nämlich noch Crafting-Sitz. Wie viel brauchen wir denn? Eins, zwei. Das habe ich gemacht. Nochmal. Ein, zwei. Das kann man noch nicht. Das weiß ich auch nicht. Wobei. So. Iron Ore Piece. Crafting Seeds. Die brauchen wir. Machen uns einfach mal ein Stack voll. Gut, geht nicht, wir kriegen nur 19 hin. Auch gut. Reicht mir auch erstmal. So. Dann brauchen wir natürlich die Basic erstmal. Auch 19. Sehr schön. Irgendwie, ich muss mal gucken, warum das so leckt da hier. So, Tier 2. Kriegen wir 6 Stück hin. Okay, dann haben wir nicht mehr die Dingels, Bummels. Da müssen wir jetzt hochcraften. Und zwar damit. Oh, der wird gar nicht genommen. Den habe ich aber hier drinnen liegen, den Stein, meiner Meinung nach. Ja, da ist er doch. Warum geht das im E immer aus? Das verstehe ich überhaupt nicht. Oder hoch. Ganz hoch mit Sicherheit. Weil da habe ich ein paar mehr von. Wo sind sie? Nein. Da sind sie. Oh, da waren doch schon etliche von. Da müssen wir echt mal einen Haufen hochkräften. Da kommen wir richtig weit mittlerweile. Gut, jetzt ist unsere Dings alle. Weiß nicht, ob wir den wieder aufladen können und ob der kaputt geht. Mal gucken. Okay, der geht kaputt. Okay, also machen wir jetzt unser Aluminium. Kobber, Aluminium. Aluminium, Hammer. Kobber. Haben auch Marble, Limestone und was war das? Basalt. Da müssen wir mal gucken. Weil ich habe ja hier die Pedals. Diorit, Stone, Granit, auch keine Marble. Kein Marble und kein Limestone. Wie komme ich an Limestone? Okay. Okay. Und am Marble. Am Marble komme ich mit Sicherheit nur über die Laser dann. Naja, gut. Okay. Na. Das gibt's ja nicht. Ich muss jetzt mal. Machen wir das mal aus.
ob es jetzt besser wird. Wenn ich hinlege. Naja, es geht so. Es ist immer so die Chance, das nochmal laden. So, naja, ein bisschen besser ist es, aber nicht viel besser. So, die packen wir das mal hier rein. Weil ich habe hier noch welche auf dem Feld. Ich habe hier noch den Fermsitz 2. Hier habe ich Stone und Wood. Und hier drüben habe ich. Weiß ich gar nicht, was ich hier drüben hatte. Ach hier, genau, Cranes of Infinity. So. Das gibt's da nicht. Das ist mit den Gelecke, das ist aber schlimm heute, ja. Das ist ja richtig schlimm. Ich verstehe es nicht. Mal geht's nicht. Das verstehe ich überhaupt nicht, was das liegt. So. Das ist nicht schön. So, die packen wir erstmal weg. So, jetzt brauchen wir auf alle Fälle erstmal Kohle. 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 Haben wir keine Kohle mehr? Doch, da haben wir Kohle. Ein Stack. Zwei Stack. Drei. Vier. Nehmen wir mal vier Stacks mit. So. Die Kuh habe ich schon hier nach unten verfrachtet. Habe auch schon ein bisschen gemolken. Und hier etwas reingemacht. Hier drin ist 7000. Und das sollte uns eigentlich reichen. Deswegen, wir starten die einfach mal. Wir haben ja alle schon dafür vorbereitet. Können die Kuh nochmal abmelken schnell. So, komm mal her, mein Kleiner. So. Wir hier wieder hin. Und dann schauen wir mal. Das Ding muss jetzt hoch auf 100 Grad. Das kann natürlich echt dauern. Das kann echt dauern. Das ist nicht schön, dass das so lange dauert. Gut, ich skippe euch das. Und ja, ich warte jetzt hier, bis das Ding kurz vor 100 Grad ist und dann hole ich euch wieder dazu. So, mal ein kleiner Zwischenstand. Wir sind momentan bei etwas über 3 Bar und 80 Grad haben wir hier. Der hier drüben war über 300 Grad schon, deswegen habe ich ihn erstmal abgebaut. Ja, das war mir ein bisschen zu gefährlich, weil das Zeug kann explodieren. Und ich habe nochmal vier Öfen gebaut. Weil das dauert ja doch ewig, da hier. Mit den sechs Öfen geht es halbwegs. Wobei es meiner Meinung nach immer noch zu wenig ist. Aber wir sehen das gleich, wenn wir hier auf, ja. Das Problem ist, wir müssen da oben auch auf. Hohohoho. Warum ist er so unterschiedlich? Naja, müssen wir mal schauen. So, jetzt tänze doch zwischen 98 und 99. Gleich haben wir die 100 erreicht, hoffe ich. Hast du nochmal Milch für uns? Nee, noch nicht. Los, komm, mach jetzt mal die 100 voll hier. Wir gucken. Oh, hier hat er schon was hergestellt. Oh, er stellt ja schon her. Deswegen tänzelt er so. Okay, wir brauchen 100 Millibucket. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, um ein 1000 Millibucket Plastik herzustellen. Das kann also echt noch dauern. Alter, Alter. Ich glaube, hier muss ich nochmal Kohle nachfüllen, oder? Wir packen noch was rein. Weil ich will schon mal ein bisschen mehr Plastik gleich herstellen, dass es uns nicht später wieder fehlt, zumindest Liquid. Aber den Rest muss ich sowieso mal gucken, wo ich den Rest denn mache. Das weiß ich nämlich auch noch nicht. Wow, das dauert. Alter Falter. Muss ich auch mal gucken, wie viel das braucht da hier. 1000 für ein. Alter Falter. Wie lang? Boah. Nicht Stilblock.
Hier passiert gerade irgendwas. Glaube, unser Ding ist hochgegangen. Okay. Interferiert an Temperatur, oder? Ja, macht weiter. Habe ich hier noch ein Kabel drin? Ich glaube, ich habe hier noch eins. Okay, ich muss hier, glaube ich, andere Kabel drin machen. Na? Sind die Rohre entgegengeflogen? Warte mal, dann müssen wir die mal kurz ausmachen. Der Druck war zu hoch jetzt. Es gibt ja was. Es gibt ja eine Baumechanik, um den Druck zu mindern. Aber da muss ich erst mal gucken. So, ich würde sagen, wir pumpen das jetzt erstmal hier rüber. Damit haben wir schon mal 100. So. Das will ich hier rüber pumpen. Always. Okay, der braucht auch Kohle hier. Okay, der benutzt aber nur, wenn er es braucht. Aber brauchen wir denn das Ding hier? Brauchen wir doch dann gar nicht, oder? Wenn der Kohle nimmt. Weil dann würde ich das Teil nämlich hier dahinter noch packen. Okay, jetzt hängt er wieder. Kohle rein. Das ist gar nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen. So, dann pumpen wir das mal hier raus. Und pumpen das mal hier rein. So, ich hätte ganz gerne Quay. Eins, Tatsache. Wir kriegen nur eins raus. Oh, alter Falter, da muss ich mir was einfallen lassen jetzt, ja? Alter Falter, haben wir es mal. Ja, was freigeschaltet wieder, das ist gut. Was ist, wenn ich den jetzt noch hier hinten drauf packe? Den dahin. Na, lass mich hier dahin doch. Den damit hin. Und den hier noch anschließe. So. Muss ja doch wesentlich schneller hochgehen. Geht auch. Und was sagen die Bar? Die Bar halten sich in Grenzen. Okay. Es hält sich alles in Grenzen. Noch einen wieder dazu starten, aber drei laufen lassen. Müssen wir jetzt mal alles ein bisschen durchgucken. Gut, er sinkt gerade, das ist nicht gut. Er soll doch nicht sinken. Ich weiß, ob das überhaupt funktioniert, ich weiß es gar nicht. Mal gucken, ob er jetzt wieder steigt.
Aber auf alle Fälle ist das ein Prozessor hier, der ziemlich lange dauert. Max-Pressure 20 Bar. Also sie können 20 Bar ab. Gut, zur Not muss ich hier. Ne, das sinkt immer noch. Das ist nicht gut. Sinken ist nicht gut. Gut, ich muss hier mal noch ein bisschen rumtüfteln. So, ich habe noch mal ein bisschen im Internet geschaut und habe mal was Schönes gefunden. Das will ich jetzt gerne mal testen, ob das funktioniert. Also, ich habe hier einen Fluid Blazer und hier haben wir ja Lava. So, die packen wir jetzt mal hier dran. So, das geht nur Insert. Gut. Gucken, ob der funktioniert. Ob der Lava hinsetzt. Setzer. Und der geht hoch von der Temperatur her. Genau. Das ist das, was ich wollte. Nachteil ist jetzt, der Lava wird irgendwann zum wirklich, komme jetzt auf den Namen. Komme nicht auf den Namen. Okay, der Heater muss doch hier dahinter. Obsidian, jetzt habe ich es. Mann, um mir war das schwer. Also wird irgendwann zum Obsidian. So. Und deswegen habe ich da noch einen Blockbagger hingemacht. Ich hoffe, das funktioniert. Genau, jetzt ist er zum Obsidian geworden. Da seht ihr es. Und jetzt müssen wir den. Der funktioniert. Muss ich mal gucken. Wie der funktioniert, ob der einfach mit einem Hebel funktioniert. Mein Cobblestone habe ich immer noch oben. Das muss ich auch mal runterholen, unbedingt. So, das und das und das. So, mal gucken, ob der den rausholt. Uncool. Es geht zu schnell. Das ist nicht gut. Vor allen Dingen, wo macht er die Dings hin? Tropft er die einfach raus oder was? Meine, hier kommt ein bisschen was zusammen, also in der Zeit, so ist es nicht. 2000, ja. Geht mir auch ein bisschen zu schnell. Mal gucken, was ich noch als anderes Variante finde. Okay, der nimmt einen Autobreaker, den werden wir jetzt auch mal nehmen. Den brauchen wir jetzt schon mal. Aber wenn das funktioniert, wäre das genial. Obsidian habe ich ja, habe ich schon dran. So, das da rein. Autobreaker. Müssen wir doch eigentlich noch alles haben, oder? Ne, haben wir nicht. Okay. Wir haben auch kein Void-Kristall mehr. Wir haben hier kein Void. Doch, wir haben noch Void-Kristalle gehabt. Da sind sie doch. Die habe ich noch nicht hier einsortiert. Wo habe ich das überhaupt einsortiert? Ich weiß es gar nicht mehr.
Das doch hier irgendwo drinne gehabt. Oder auch nicht. Hab ich das nicht hier reingemacht? Ich dachte, ich hätte das hier drinne. Okay. Na gut, dann eben nicht. Dann kommt er hier rein. Ja. Gucken wir uns den einmal. Und danach kann man uns den Autopacker bauen. Ja, sehr schön. Muss ich nochmal gucken, wie er hingesetzt wird. Nach vorne, okay. Mal gucken, ob ich ihn hier so reinkriege. Ich denke mal eher nicht. Das ist natürlich ein bisschen bescheiden. Die können wir es mal rausnehmen, ganz kurz. Den müssen wir dann gleich wieder hinsetzen. Hunger. Manometer. Was ich hier an Essen verliere, das ist Wahnsinn. Ich glaube, das kommt durch die Totems, wenn ich fliege. So, nach unten. Mann, das wollte ich ja eben nicht. Den ganz kurz mal abklemmen hier. So, dann schmeißen wir jetzt hier keine Lava hin. Ui, dauert das lange. Das machen wir mal lieber so. Nein. Och man, ich hab's mir geschafft. Wird's langsam. Oh, jetzt leckt das wieder. Ein Schiss Partikel hier. Ach, der hat zu viel Lava drin, deswegen. Okay, was muss man anders machen? Muss ich den mal ganz kurz wegnehmen. Habe ich noch einen Eimer einstecken? Hammer. Oh gut, das ist Lava, links geworden. Manometer, schwere Geburt hier. So. Das weg, das weg. Autobagger brauchen wir und Fluidbläser brauchen wir. Also, Autobagger kommt dahin. Bin ich echt da außen rum. Manometer. Gut, die Lava verschwindet nach unten. Ist in Ordnung. So, Fluidbläser. Alter, Alter. Ich krieg wieder tot, wa? Irgendwie den zweiten hier mal noch klauen schnell. Packen wir den damit dran. Ja, und dann lassen wir das Ganze jetzt mal. Der hat noch Lava drin gehabt, der Hund. Der hat das behalten. Ach, gab ein neues Update, deswegen hier, ne, ist das ganze Zeug hier drin, also neu. Okay, er macht das und er packt die hier rein, okay. Gut. Wie schnell verbraucht sich das? Ich denke mal, das geht. Warum macht er hier nichts weiter?
Also auf 82 Grad ist. Warum ist er jetzt auf 82 Grad? Muss ich hier echt noch einen mit starten? Mal gucken. Mal einen mit starten. Aber zwei, ja. Machen wir mal zwei, ja. Da passiert aber nichts. Lava ist aber eigentlich heißer. Warum geht der nur so wenig hoch? Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Gut, wir machen es nochmal quer Plastik. Zwei Stück. Wow. Wow. Feuerresistenz kommt wieder rein. Das ist eine lange Prozedur, das dauert. Ich dachte eigentlich, das mit den Lava geht ein bisschen besser her. Gut, vielleicht findet ihr ja nochmal eine andere Methode, hier ein bisschen mehr Temperatur und schneller und gezielter, ohne dass einem die ganze Anlage gleich um die Ohren fliegt hier. Weil das ist ihm ja nicht so schön, wenn das passiert. Packen wir hier nochmal rein. Machen wir drei an. Na klar, so kriege ich einen Haufen Obsidian, aber ich will ja kein Obsidian. Ich brauche Plastik. Ja, wenn ihr was habt, was Besseres habt, schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht auch, wo ich es finde. Das wäre natürlich auch noch ganz schön. Ich werde jetzt auch nochmal ein bisschen gucken, ob ich was Besseres finde. Also bei denen sah das in den Dings ziemlich gut aus. Das ging hoch bis auf 400 Grad. Also das Ding hat geradert. Keine Ahnung, warum das bei mir jetzt nicht hier funktioniert. Ich weiß es nicht. Aber in diesem Sinne, ich sag mal, wir sind bei 27 Minuten, machen wir Feierabend. Viel haben wir nicht gemacht, ich weiß. Aber das Rumexperimentieren gehört ja auch mit dazu. Wir holen mal unsere Awards noch ab. Wir nehmen die auch gleich mit. Und dann haben wir noch hier was gemacht. Genau, wir haben Plastik hergestellt. Hey! Plastik, sehr schön. Gut, das waren 35 Stück wieder für uns. Wir kommen unseren Dings näher. Ja. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wie gesagt, das Rumexperimentieren gehört dazu. Und ich will euch ja da auch ein bisschen teilhaben. So sind wir bei 99. 52. Gut. Wie gesagt, wenn ihr eine bessere Möglichkeit habt, das hier zu machen, schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde definitiv darauf reagieren und werde mir das auch anschauen und werde euch Feedback dazu geben. Vielleicht habt ihr auch selber was rausgefunden. Ja, vielleicht habt ihr ja selber was rausgefunden. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Ich würde sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, habt einen schönen Feierabend. Wir sehen uns.